Hallo. Hallo. Ich fühle mich so verschlossen hier. Ja, ist auch mal ein Hallo, bisschen aufmachen, hallo. so. Müssen wir mal erstmal ein bisschen hier. Ob wir das Openness. mal offen kriegen? Open up. Ja, guck mal, was denn da drin? Oh, guck Ah, mal, Gold. die Lampe Eine Erkenntnis ist hier. Lampe. Mega. Ich habe hier Sticker drin. Wir sind extrem open heute, habe ich das Gefühl. Ja, ich auch. Was hast du in deiner Flasche, Lambert? Nur Wasser. Langweilig. Daten sind wie Wasser, habe ich noch nicht mal gelernt. Okay. Die müssen fließen, oder wie? Ja, kann man total weit treiben, die Metapher. Ah. Früher war Daten sind das neue Öl, jetzt sind es, ist es das Wasser. Ist ein abendfüllendes Thema. Ein Menschenrecht sozusagen. Ja, all das, all das. Alter. Hallo Forschungsstrom. Genau. Hallo Zuschauende. JP ist schon Hallo. da. Was fast so chaotisch wie der Twitter-Hashtag. Welcher Twitter-Hashtag? Ja, er wurde als noch nicht mal barrierefrei kritisiert, was ich einen sehr interessanten und guten Hinweis fand. Welcher denn? Oski Bar Goes Cologne. Jetzt Durchgehend weiß ich endlich, kleingeschrieben. wie ich den aussprechen muss. Ich habe immer nur versucht, da irgendwelche großen Buchstaben zu Ach, den finden. spricht man Oski. Ich hätte Osi-Bar, habe ich den immer Ja. genannt. Da fängt es nämlich schon an. Ihr wisst selber nicht, was ihr wollt. Sorry. Shame on me. Osai, weil Open Science, nicht Oski. Was jetzt nochmal, aber. Okay, das ist jetzt meine Interpretation. Es gibt ja keine offizielle Festlegung darauf. Ich hätte jetzt gesagt, Oskibar, naja, eigentlich Okay. spricht man es ja nicht mit einem K-Laut, ne? Naja. Also, pass auf, jeder Gast, der hier heute reinkommt, muss einmal sagen, wie man es ausspricht. Sehr gut. Ich finde die Erklärung von Hagen 0815 so schön. Es Oskibar wie Escobar gesprochen. Ja, Oskibar wie danke. Esko. Ja. Oskibar goes Cologne. Okay. Was ist Ja. denn das da eigentlich mit Oskibar? Lambert, Claudia, ich habe ehrlich gesagt ja frei gehabt gestern und heute, jedenfalls was Barcamps angeht. Was ist da los? Was macht ihr da im Internet? Wir haben gearbeitet, ne? So muss man es nennen, ja. Ja. Richtig schwer gearbeitet. Aber Barcamp ist da, ne? Aber ohne Infektion. Online-Barcamp oder wie? Ja. Du siehst ja, Lambert putzt sich die Nase, sonst hätten wir uns ja alle mit Heuschnupfen angesteckt. Lambert, bist du digital getestet? Hast du ein Warte, er Virenfilter hat das aktiv? Mikro aus, damit wir das nicht hören. Oder Ah. ein Pi-Hole oder ein Covid-Hole oder hast du irgendwie dich digital geschützt? Nein, komm, lass uns mal erzählen. Was war denn? Was haben wir Ja. denn? Übrigens, ich möchte mal Ja. kurz auf mein T-Shirt hinweisen, dann wurde ich gestern drauf angesprochen Oh, und Alter. Ah, ja, das ist. Ja, Metadata. Ja, sehr gut. Wäre auch ein Signature Move gewesen, fällt mir gerade auf. Aber gut, lassen wir das. Nächstes Mal. Nächstes Mal, ja. Ja, genau, was war denn? Also es war, naja, es war. Osai-Bar. Also es war das Barcamp Open Science in Köln, also in Köln, natürlich virtuell ausgerichtet von Kölner Studierenden. Ach, Studierende, die machen Ja. so einen Quatsch. Ich dachte, die hätten jetzt alle frei immer. Habe ich im Ah, Bundestag stimmt. gehört. Aber gut, nee, ist egal. Ja. Okay. Nein, genau. Die haben tatsächlich die Studierenden zusammen mit ProfessorInnen haben das Open Science Barcamp quasi nach Köln geholt und haben das ausgerichtet organisiert. Und wir haben mit wie vielen Leuten? Oh, das müssen die uns gleich erzählen, ne? Also deswegen haben wir die Leute eingeladen, weil wir waren ja auch nur Gäste. Lambert und ich waren Gäste. Wir haben mitdiskutiert, Sessions angeboten. Vielleicht erklären wir noch einmal kurz, was ein Barcamp ist, Lambert. Ja, stimmt, das kann nie Müssen wir schaden, noch mal oder? erklären, wer wir sind? Ich bin immer so. Ja, wahrscheinlich. Ja, doch, besser ist es. Komm, kurz und schmerzlos. Lambert, sag mal, wer du bist und was ein Barcamp ist. Genau. Hallo, ich bin Lambert. Ich ströme hier aus Hannover und ich arbeite an der TIB, was eine Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft hier in Hannover ist. Ich leite dort das Open Science Lab und wir beschäftigen uns dort mit allerlei Themen.
Und wer bist du denn, Henning? Sag mal, was ist das? Erstmal, genau. Ich bin Henning, ich bin Fahrradaktivist und Twitcher aus Berlin, verdiene mein Geld auch in der Wissenschaft, bin aber hier ganz privat unterwegs und war nicht beim Open Science Barcamp und deswegen bin ich sehr interessiert und würde vielleicht gleich euch mal ein bisschen ausquetschen, damit die anderen Twitch-ZuschauerInnen und ich mal wissen, was eigentlich da los war. Aber dann erstmal zu Claudia Metadata. Genau. Mein Name ist Claudia. Ich ströme aus dem wunderschönen Städtchen Düren, das irgendwo zwischen Aachen und Köln liegt, und bin an der Technischen Hochschule Köln Professorin für Informationsdienstleistungen und Wissenschaftskommunikation. Deswegen sind hier dann quasi auch die hier reinkommen, gleich mit uns ein bisschen von dem Barcamp erzählen, quasi KollegInnen oder Studierende von mir. Genau. Cool. Aber was ist jetzt ein Barcamp, Lambert? Bevor wir die Barcamp-Definition machen, fällt mir gerade auf, dass Konrad schon bei uns im Studio sitzt. Wollen wir ihn schon reinbitten oder ist es zu früh? Sag doch erstmal ganz kurz, was ein Barcamp ist. Gäste-Couch für Konrad noch, und ich Eckers. Genau. Sehr gut, alles klar, so machen wir es. Ja gut, also Barcamp, man kennt ja normal Konferenzen. Das heißt, es gibt vorab klar, das und das sind die SprecherInnen, so und so ist das Programm, dann kommt das Thema, bla bla bla, es werden viele Vorträge gehalten. Barcamp dreht das Ganze um. Es ist so eine Art Bottom-up-Veranstaltung. Die Leute selbst sind die nicht nur die Teilnehmenden, sondern die Teilgebenden. Das heißt, am Anfang trifft man sich, es werden Themenvorschläge gemacht. Hey, ich würde gerne eine kurze Session über das und das machen. Wenn sich ein paar Leute finden, die das auch interessant finden, wird die Session gemacht. Es gibt einen, der einen stundenlangen Frontalvortrag hält, sondern man tauscht sich in der Session aus. Ein famoses System, um einfach wenig Anlauf, einen sehr partizipativen Wissensaustausch, also auch wirklich einen sehr effizienten Wissensaustausch hinzubekommen, sehr anregend, sehr inspirierend, gutes Networking, all das ist Barcamp. Oder? Cool. Genau. Claudia, würdest du auch so beschreiben ungefähr, oder? Also ich würde es als organisiertes Chaos-Brainstorming-Mashup bezeichnen. Klingt also, ja forschungsstromkompatibel. Exakt, das habe ich auch gesagt. Also das ist halt ein bisschen organisiertes Chaos. Und aber das ist halt so schön, weil du weißt vorher nicht, was dich erwartet. Weißt du, so ein Session-Programm und vordefinierte SpeakerInnen und so, das gibt's ja alles nicht. Das heißt, wenn du dich auf sowas einlässt, dann hast du auch nicht so einen Plan, was nimmst du am Ende mit. Und du hast auch nicht die Gelegenheit, dich einfach zurückzulehnen und einfach zuzuhören, weil so funktioniert ein Barcamp halt nicht. Ja. Dann wird's langweilig. Und das hatte man früher damals, bis vor anderthalb Jahren hat man das sozusagen als physisches Treffen gemacht und jetzt macht man das online. Und darf ich mal fragen, ich war noch nie bei einem Online-Barcamp, sondern nur bei so Prä-Corona-Barcamps. Funktioniert das auch? Hat das Barcamp-Feeling? Geht das? Ja, ich finde schon. Ja. Aber wie die das gemacht haben, das soll uns auf jeden Fall Carlotta erzählen. Die Studierenden haben das ja da organisiert und gebastelt und gemacht. Ich glaube, das können wir am besten erzählen. Vielleicht starten wir einfach mal so mit dem Inhaltlichen und so weiter. Ja. Und ich sehe nur gerade bei Konrad auf der VIP-Wartelounge ist erstmal schwarze Kamera angesagt, aber das kennen wir irgendwie schon vom Barcamp, oder Lambert? Da hat er ja auch immer die schwarze Kamera. Ja, aber jetzt hat er nochmal einen zweiten Strom und der scheint zu funktionieren, sehe ich gerade. Also da ist Entwarnung. Konrad steht in den Startlöchern. Die Frage hier aus dem Chat ist auch, ob Konrad der mit der Radiologie ist. Das können wir ihn gleich mal fragen. Was? Ja, der Röntgen-Konrad, oder nicht? Noch können wir alles über Konrad in die Welt setzen. Er kann sich ja nicht wehren. Das ist ja das Gute gerade. Genau, Konrad ist Experte für Radiologie. Dann, Konrad, bist du schon soweit? Einmal Daumen hoch, wenn du hörst. Und schon genau, soweit mach mal Daumen hoch, wenn ihr dafür bereit seid, jetzt auf die Bühne. Du bist schon bereit. Dürfen wir dich schon dazu holen, Konrad? Genau, Ursula, auch mal Daumen hoch, wenn du bereit bist. Wir sehen es, alles klar. Ah, herrlich. Ja. Hallöchen zusammen. Hallo. Willkommen. Hallo. Moin. Ja, schön, euch hier in der Runde zu haben. Ja, danke. Grazie. Aber nein, keine Radiologie. noch nicht. Genau, da war es ja schon. Kann ja alles noch kommen, aber ja. Radiologie bisher noch nicht. Ja, gut, aber stellt euch doch vielleicht erstmal kurz vor, oder? Damit die Leute im Stream auch wissen, wer ihr jetzt seid. Ursula, leg mal los.
Ja, ich bin Ursula Arning. Ich bin seit anderthalb Jahren jetzt auch an der TH Professorin für Open Access und Management digitaler Ressourcen und aber auch noch Leiterin des Bereichs Open Science bei ZB Med, Informationszentrum Lebenswissenschaften, und finde, dass die beiden Jobs genial zueinander passen und die einen forschen, die anderen lehren, und da kommt beides zusammen. Und deswegen auch das Open Science Camp, aber Konrad, mach mal erst. Danke. Ja, genau. Also ich bin sozusagen der dritte im Bunde an der TH Professur für Data and Information Literacy und auch bei ZB Med Leiter des Programmbereichs Data Science and Services. Im Hintergrund her nicht Radiologe, sondern Bioinformatiker. Schade. Ist aber nah dran, oder? Ja, fast. Gibt sicher auch irgendwas mit Radiologie bei uns. Ja, cool. Schön, dass ihr da seid und Zeit für uns hattet. Und so. Das Barcamp wollte ich nochmal fragen, das läuft jetzt noch oder ist gerade zu Ende gegangen? Oder wie war das? Bleibt ihr zurück. Nein, ist vorbei. Ah, okay. Genau, ist jetzt eine Stunde ungefähr her, dass wir es geschlossen haben. Und habt ihr euch gut erholt? Gerne. Ja, noch nicht so ganz, aber kommt dann ja gleich. Okay, ja, vielleicht einfach mal so euer Eindruck, wie es, ihr seid ja jetzt auch mit bei der Organisation gewesen. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie euer Eindruck ist, wie ist es denn gelaufen, so ein Recap in ein paar Sätzen? So wie erwartet oder gar nicht wie erwartet? Also auf jeden Fall besser als erwartet, denn bei Techniken ist es ja immer so die Frage, wie es dann läuft. Also die Diskussionen haben auch super funktioniert. Bei Wanda hat man halt diese kleinen Zirkel mit den 15 Personen. Das haben wir uns halt vorab überlegt mit den Studierenden zusammen, dass das eigentlich ganz schön ist, dass man jetzt auch nicht so große Gruppen hat, weil man dann ja auch viel besser diskutieren kann. Das hat dann eben leider dazu geführt, dass man nicht immer in alle Sessions reinkam, aber dafür sind sie dann ja auch doppelt angeboten worden. Also ich fand es sehr gelungen. Also ganz großen Dank an die Studierenden. Ursula, sag noch mal kurz was dazu. Du hast jetzt Wanda erwähnt. Was ist das für eine Plattform? Warum wurde das hier eingesetzt und wie geht das? Also dazu könnte jemand vom Technikteam sagen, aber gut, wir hatten halt... Wenn Carlotta schon da ist, du kannst ja schon mal joinen, Carlotta, dann holen wir dich auch dazu. Genau, aber vielleicht... Genau, wir haben die Studierenden der Lehrveranstaltung Open Access Digitales Publizieren und Management digitaler Ressourcen so ein bisschen in kleinen Gruppen aufgeteilt. Es gab die Technikgruppe, es gab die Präsentationsgruppe, zu der Carlotta gehört hat, und es gab eben auch die Programmgruppe. Und die Technikgruppe hat sich dann mit drei verschiedenen, mit den Plattformen, die wir kannten, auseinandergesetzt. Also WonderMe, was ja frei zugänglich ist, GatherTown, was eben nur für 25 Personen frei zugänglich ist. Danach muss man schon einiges an Geld investieren, um das anzubieten. Oder Zoom, was wir von der TH auch als Lizenz haben. Aber wir waren alle so ein bisschen zu müde. Und bei WonderMe ist es halt so super schön, dass du sehen kannst, was es für unterschiedliche Gruppen sind, die sich da gerade hin und her bewegen oder die da sind. Du kannst auch, es hat mehr so Konferenzcharakter. Und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, und das mit den kleinen Gruppen fanden wir dann eben auch überzeugend, weil wir nicht so eine Mammutgruppe haben wollten, wo die Leute zuhören, sondern wie Claudia ja schon gesagt hat, im Barcamp soll mitdiskutiert werden. Und das funktioniert in kleinen Gruppen halt besser als in großen. Das war sozusagen ein Feature und kein Bug, sozusagen diese Einschränkung, sondern das unterstützt das Ganze ja sehr gut, ganz genau. Genau. Konnte ich als Teilnehmerin auch nur unterstützen, dass ich dann irgendwie dachte, am Anfang so, oh, 15 Begrenzung ist ja nicht so schön, aber am Ende war das eigentlich echt ein Feature. Damit man diskutieren kann oder weswegen? Ja. Also bei so einer 15-Personen-Gruppe kam auch tatsächlich jede Person mal zu Wort und man hatte noch Übersicht, wer ist eigentlich da. Mich würde natürlich auch gleich mal interessieren, was die Themen sind. Ich weiß nicht, oder waren. Das kann vielleicht gleich die Carlotta gleich nochmal besser erzählen. Aber was mich nochmal interessieren würde, was für Studierende sind das? Also sind die alle aus einem Fach? Sind das eure Studierenden, die aus euren Fächern sind? Oder war das jetzt offen für die ganze Hochschule oder aus allen Hochschulen? Oder was waren da für Leute heute da? Genau, also ich mache einfach mal, also das war die Studierenden, die es organisiert waren, die waren eben am Seminar Open Access und digitales Publizieren und Management digitaler Ressourcen.
da und das war Teil der Prüfungsleistung, dass sie das mitorganisieren und am Ende schreiben sie jetzt noch einen Blog darüber, über die Diskussionen, die stattgefunden haben. Der wird dann auch veröffentlicht. Und die Idee war einfach, um das plastischer zu machen, dass nicht nur ich da was erzähle im Seminar, sondern dass sie dann auch ganz anders mitdenken und mitorganisieren und eben jetzt auch von extern. Also es war offen für alle. Ist jetzt Zufall, dass Claudia eben dann jetzt, oder was heißt Zufall, aber es war wirklich für die TH, Lambert ist ja auch da von Open Science, es waren viele, viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Institutionen da, die sich einfach mit Open Science beschäftigen. Und das war genau das, was wir wollten, dass es so einen Austausch gibt zwischen den Experten und die, die es gerade lernen und reinkommen in das Thema. Man kann vielleicht noch ergänzend auch dazu sagen, Ursula, da du mich jetzt auch angesprochen hattest, dass das ja noch nicht mal das erste Barcamp Open Science war, sondern dass wir so eine gewisse Tradition da, möchte ich es fast nennen, aufgebaut haben mit diesen Barcamps Open Science. Also wir haben in den letzten Jahren, also zunächst einmal im Jahr von diesem Leibniz-Forschungsverbund Open Science aus ein Barcamp gemacht, eine Zeit lang war das eine relativ kleine Veranstaltung, dann ist es gewachsen, es ist zu einem eher auch internationalen Event geworden, dann war es englischsprachig. Wir haben es in Berlin gemacht, weil wir gemerkt haben, wenn wir es in Berlin machen, kommen noch mehr Leute, oft im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Open Science Konferenz von dem Leibniz Forschungsverbund Open Science und in den Büros von Wikimedia Deutschland, was dann auch passend war. Und ja, daraus war diese schöne Tradition entstanden. Und jetzt seit 2 Jahren ungefähr haben wir dann zunehmend versucht zu sagen, hey, eigentlich ist das so interessant hier und es kommen immer mehr Anmeldungen, als wir aufnehmen können in die Veranstaltung, lasst uns das ruhig noch häufiger machen und dann an anderen Orten oder mit anderen PartnerInnen, weil es dann auch immer eine andere Mischung von Teilnehmenden ist, nicht? Also hier in diesem Fall hat die TH Köln ganz stark gesetzt auf die Studierenden, nicht? Es war ein studierendenlastiges Barcamp und so haben die alle ihren unterschiedlichen Fingerabdruck und das ist eine ganz schöne Sache. Ich kann jetzt schon mal ankündigen, im Herbst haben wir jetzt dann einmal ein Barcamp Open Science mit dem DIP, dem Deutschen Institut für pädagogische Forschung. Oh, das muss ich nochmal nachgucken, wofür DIP genau steht. Auf jeden Fall ein erziehungswissenschaftliches Leibniz-Institut. Und genau, wer großen Spaß daran hatte oder das erste Mal teilnehmen will und jetzt gerade zuhört, ist auch dazu natürlich herzlich eingeladen. Also ich kann mich auch nur reinhaken. Also das war also das Berliner Barcamp, wenn es Berliner ist, war auch mal in Köln, ganz am Anfang auch immer. Das war natürlich das große Vorbild, muss man ganz klar sagen. Und das hat Lambert und Guido und Tamara und andere auch in den letzten Jahren richtig hochgezogen. Und es war oder ist immer eine wunderbare Veranstaltung. Und wir hatten komplementär tatsächlich genau das, was man meinte, einerseits gesagt, okay, wir wollen noch ein bisschen früher einsteigen, das heißt Studierende noch mehr reinkriegen. Das ist ja beim, ich spreche mal vom Berliner Barcamp, ja meistens schon wirklich Leute, die auch schon länger mit dabei sind. Wir wollten einfach mal auch ja, jüngere Leute noch mit reinkriegen. Nicht, dass beim anderen nicht auch dabei sind, aber der Schwerpunkt ist anders. Und eigentlich auch die räumliche Nähe noch mal im Westen mal aufbauen. Ist dann durch Corona ein bisschen zerschossen worden. Ne? Ist jetzt alles remote, von daher okay. Aber es ist schon komplementär dazu zu sehen und ist auf jeden Fall vom Ansatz natürlich auch ein bisschen anders gewesen. Aber ich denke, das haben beide Formate haben da Berechtigung und fand ich auch immer wieder ganz gut, auch wie jetzt Leute aus dem so fortgeschrittenen Erfahrungsbereich jetzt sich mit den Jüngeren ausgetauscht haben, um auch Studierenden dieses Thema ein bisschen früher in die Hand zu geben. Apropos jüngere Leute mit reinholen. Genau. Claudia, ich sehe da noch jemanden. Genau, Carlotta, mach mal einen Daumen hoch, wenn wir dich hochholen dürfen. Okay, dann willkommen bei uns. Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ach, hier Carlotta, unten ist das Online-Barcamp. Die anderen sind, glaube ich, hier alles Professoren oder zumindest irgendwie Leute mit Doktortitel, außer mir. Und jetzt habe ich gehört, du bist auch nicht. Du auch, ich auch nicht. Aber gut, aber wofür bist du denn eigentlich Professorin, Carlotta? Noch für gar nichts. Vielleicht kommt das ja noch. Nein, ich studiere im 4. Bachelorsemester Bibliothek und digitale Kommunikation an der TH in Köln. Und genau, das ist mein Lebensunterhalt.
Es ist jetzt also wieder ausgeglichen mit den Doktoren und den Nicht-Doktoren. Ein Glück. Ich bin froh, dass ich nicht mehr mich hier so alleine fühlen muss als Promovierter. Sehr gut. Sehr schön. Ich war schon total kurz versucht, dann einfach hier so zu machen, so damit wir uns hier auch mal optisch. Ah! Die optische Trennung. Oh ja. Ja, oder das ist noch besser, endlich mal 50-50 im Frauenanteil. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Mach das nicht zu oft, Claudia, oder mir wird schwindelig, diese ganze Zeit. Motion Sickness. Ja. Ich würde sagen, wir müssen noch nach oben eigentlich. Ich sehe mich jetzt, wir sind unten, das ist nicht so. Das ist nicht so. Wir müssen noch andere Kategorien erwähnen, keine Ahnung. Können wir auch Claudia und Lambert, ich habe schwarze T-Shirts, vielleicht kann man das so ein bisschen. Also, ich glaube, die ganz verschiedene Sehne kann ich. Was haben wir sonst noch alles? Was passt? Brillenträger. Warte, die mit den Kopfhörern? Ah, und die ohne? Und Brillen. Oh. Und Brillen. Aber ich habe auch doppelt. Kopfhörer. Stimmt. Das ist so unauffällig bei dir. Okay, Mist, dann passt das. Das sehe ich aus. Ja, ist gut. Nicht so. Wenn man es nicht sieht, ist okay. Nicht so klobig. Also um im Forschungsteam mitzumachen, braucht man eine Brille als Aufnahmekriterium. Ja. Aber wir hatten doch eben noch die Challenge, dass jeder mal dieses Hashtag hier so aussprechen muss. Aussprechen müsste, wie er oder sie das ausspricht. Das war jetzt nochmal die Challenge. Genau. Weiß nicht. So. Wer mag anfangen? Wir haben uns schon dran versucht. Unterhalb der Serien haben wir es, glaube ich, immer einfach Oszibar, Ghost Cologne genannt. Oszibar, okay. Ich hätte eigentlich, ich dränge mich jetzt mal auf, Ursula, hier Oszibar gesagt. Team Oszibar, da bin ich ganz bei dir. Open Sci Science Bar. Wäre jetzt meine Herleitung gewesen. Oh. Ursula, welches Team bist du? Ja, ich habe am Anfang gezuckt, als ich Oszibar gehört habe, aber dann dachte ich auch, ist auch okay. Und ich denke sowieso immer nur an Bärchen, wenn ich das lese in seiner Gesamtheit. Von daher finde ich das offene Bärchen auch ganz nett. An Bärchen, okay, ja. Okay, ja, aber gestern beim Spieleabend hatten wir es mit Katzen. Jetzt haben wir halt Bärchen. Aber es ist niemand Team Oskibar, oder? Ich glaube, ich habe mich geoutet als Team Oskibar. Ich finde, es rollt einfacher von der Zunge ab, behaupte ich jetzt mal so. Aber und Escobar war der schöne analoge Hinweis hier aus dem Chat. Wir akzeptieren alles, würde ich sagen. Also Hauptsache dabei. Was habt ihr denn da inhaltlich gemacht, außer Spieleabend? Spieleabend klingt natürlich auch sehr nice, aber mich würde ja, weil ich nicht da gewesen bin, mal interessieren, worüber habt ihr da so geschnackt? Carlotta, steig du mal ein. Du hast querschnittshaft, glaube ich, den besten Blick vielleicht von uns allen. Ja, ich hoffe doch, dass ich den guten Überblick behalten konnte. Ich dürfte das ganze Jahr moderieren. Zu den Themen. Wir hatten verschiedenste Themen. Wir hatten zum Beispiel einmal Open Science aus der Sicht der Hochschulleitung. Wir wurden nämlich gestern vom Vizepräsident der Forschung der Hochschule Köln auch besucht. Der war auch mit dabei. Wir hatten aber auch ganz viele andere Themen, zum Beispiel halt öffentliche Bibliotheken und Open Science oder wissenschaftliche Bibliotheken, dann mit Open Access in den Runden. Es gab Themen zu rechtlichen Aspekten von auch Open Code und Open Science. Es gab zur Wissenschaftskommunikation, da hat Claudia auch sich viel einbringen können. Oder auch zu Projektmanagement, Manage-Modulen. Und Konrad, es gab einen kunterbunten Misch. Und Konrad mit seinem Tracking, da fällt mir nur gerade ein, weil wir das nämlich auch schon mal in Forschungsstrom hatten, Tracking von Forschenden. So. Ja, das ist eine große Sauerei, dass sozusagen die Forschungsverlage meinen, dass sie nicht genug, oder die Großverlage nicht meinen, dass sie nicht genug Geld bekämen und deshalb noch Daten von Forschenden sammeln und das verdickern müssen. Da gibt es schöne Artikel in der FAZ, haben wir mal geschrieben dazu. Die DFG hat sich auch dazu geäußert, eine Arbeitsgruppe um die DFG herum hat sich geäußert und so. Das wird jetzt langsam aufgerollt, aber was soll man sagen? Ja, genau. Einmal reinpacken, wir haben eine kleine Petition dagegen und das habe ich da nochmal mit aufgebracht. Ah, super. Genau, sorry, Carlotta.
bitte, weiter. Es fiel mir nur gerade ein, weil wir es hier im Strom schon mal hatten und die Leute das spannend fanden damals. Ja, das war auch tatsächlich ein sehr spannendes Thema. In der Session war ich auch mit dabei. Definitiv spannende Diskussionen, ob das irgendwie auch Parallelen irgendwie zu hybridem Open Access hat oder nicht. Genau, ansonsten, was gab es noch? Ja, wir haben über Lizenzen auch eine Session gehabt, über offene Lizenzen, wie man das in die Köpfe der Menschen besser einpflanzen kann, dass es sie gibt und dass man die doch bitte auch nutzen kann, wenn man das möchte. Mhm. Und ja, ich glaube, das war's zu den offenen Lizenzen. Welche Menschen sollten sich da angesprochen fühlen? Also wen hattet ihr da so im Auge? Studierende oder Forschende oder Lehrende oder alle? Alle im Großen und Ganzen. Ich glaube, die Kernlizenz war so ein bisschen, dass man sagen will, über offene Lizenzen Bescheid zu wissen, ist so ein bisschen wie wissenschaftliche Standards. Das gehört genauso wie Zitieren einfach dazu. Wenn ich eine Arbeit verfasse, dann muss ich zitieren, dann muss ich das auch vernünftig machen und dann sollte ich mich auch zumindest grundlegend mit den offenen Lizenzen mal vertraut machen, damit, wenn meine Arbeit denn von jemand anderem weitergenutzt werden möchte, das auch möglich ist. Mhm. Ja, und durch die Ursula, bitte. Zuerst. Alles gut. Also im Bereich der öffentlichen Bibliotheken, die haben wir halt auch noch mit reingebracht, weil die oft sich so als Stiefkind auch behandelt fühlen oder sich nicht genau wissen, wie sie in Open Science eigentlich reinkommen. Und da haben wir in so einer kleinen, feinen Gruppe festgestellt, dass Citizen Science eine ganz gute Möglichkeit ist und Bibliotheken da wirklich super Arbeit leisten können, indem sie einfach als Ansprechpartner vor Ort fungieren können, damit man das nicht irgendwo in einem großen Projekt hat, sondern wirklich jemanden, den man fragen kann und sagen kann, ja, ich würde gern mitmachen, aber wie geht das eigentlich? Und dass sich da die Bibliotheken wirklich so profilieren können auch, dass sie sowas machen und das dann auch wieder mit reintragen. Also das Personal auch mit zu aktivieren, das ist ja auch oft ganz schwierig. Und das ist sowas Reziprokes, haben wir dann festgestellt. Das heißt, da waren jetzt beim Barcamp auch nicht aktiv forschende TeilnehmerInnen von Bibliotheken, also BibliothekarInnen von, ich sag mal, aus Lüdenscheid von der Bibliothek da mit dabei oder so? Also Lüdenscheid war es gerade nicht, aber ja, es waren auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bibliotheken dabei, oft aus WBs, aber unter den Studierenden haben wir eben auch wissenschaftlichen Bibliotheken. Aber wir haben unter den Studierenden auch einige, die gerne in die öffentliche Bibliothek möchten. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, das Thema auch dafür schon zu sensibilisieren, dass das nicht immer so ist, der eine Bibliothekstyp oder der andere Bibliothekstyp, sondern wir können alle was dafür tun. Wir sprechen in diesem Fall ja häufig von MultiplikatorInnen, weil die BibliothekarInnen dann Expertise mit einbringen, dass dann Forschenden kommunizieren oder auch anderen Leuten kommunizieren können. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass da genau solche Leute auch bei solchen Barcamps aufschlagen und das in großer Menge konsumieren oder an anderen Stellen, um dann entsprechend das in die weite Welt hinauszutragen, Fahne schwenken und ja, finde ich gut. Ja, eine Sache, die Carlotta erwähnt hatte, die ich ganz interessant fand als Detail, war, dass wir eben den Vizepräsidenten für Forschung von der TH Köln als Teilnehmenden hatten, der sich auch wirklich rausgetraut hat. Ich fand es wirklich cool, wie er sich verhalten hat, nicht? Also es gab dann diese Session zum Thema Open Science auch aus Hochschulleitungssicht und man hat gemerkt, der war bereit dazu, was Neues zu lernen und ich glaube, der hat da auch was Neues gelernt. Das war also für alle Seiten super interessanter Austausch. Dann wird einem nochmal so klar, okay, wie ist dann so eine Sicht, nicht? Also für den ist es so, okay, klar, mega Trend Open Science, das ist sowieso auf der sicheren Seite, ist ja unstrittig, ne? Aber was heißt das dann für uns als Hochschulleitung? So, ne? Dann seine Frage und so und hat dann auch so ein paar Ansätze und Sachen, die er am Start hatte und so. Und es war schon eine, fand ich, auffällige, spannende Diskussion. Also, ne? Muss man auch sagen, also da können wir uns eigentlich sehr glücklich schätzen, dass wir da so eine aufgeschlossene Hochschulleitung haben in die Richtung, auch wenn du sagst, damit ist es natürlich ein Trendthema, trotzdem noch nicht überall angekommen. Und da dann auch so mit offenen Ohren zu sitzen und das aufzunehmen, finde ich auch super. Da werden wir auch sicher noch ein bisschen lobbyieren jetzt. Aber das ist schon mal ziemlich gut, dass man das nicht irgendwie erst noch Leute überzeugen muss, sondern ganz im Gegenteil, dass man jetzt einfach mit Tat und Expertise vielleicht nochmal beitragen kann, da die auf Kurs zu bringen. Das fand ich schon mal sehr, sehr cool. Also den muss man gar nicht überzeugen. Die Hochschulleitung
Entschuldigung, dass die Hochschulleitung, also eine Person aus der Hochschulleitung an so einem ja primär von Studierenden organisierten Barcamp teilgenommen hat, was ja sehr informell per Du alles ist zum Austauschen und auch uns Studierenden zugehört hat und auch sich ein paar Themen von uns auch aufgeschrieben hat und gesagt hat, ich habe das wahrgenommen, ich nehme es auch mit. Also das Format, sehr schön. Genau, also Klaus Becker ist wirklich eine Person, die man gar nicht treiben muss, sondern die wirklich sowas aufnimmt und selber eigentlich auch treibt. Also gerade die Bibliothek, was da alles passieren wird und passiert, ja, passieren wird. Und es gibt ja auch einen Data Steward jetzt an der TH. Also da ist er wirklich die treibende Kraft dahinter, dass sich da was bewegt. Also finde ich auch trotzdem toll natürlich, dass er daran teilnimmt und das dann auch noch zuhört, was man noch alles verbessern kann. Habt ihr denn jetzt Open Science aktive irgendwie so einen Wunschzettel? Nicht nur jetzt konkret, was eure Hochschulleitung angeht, sondern allgemein, was damit die Welt eine bessere wird in 3 oder 5 Jahren, was müssten, nehmen wir mal so eine Riesenhochschule wie die Uni Köln, ist ja, glaube ich, eine der größten Hochschulen in Deutschland, wenn ich das weiß, zumindest so nach Studierenden gesagt. Was, wenn wir uns die vorstellen oder eine andere große Uni, Hamburg oder München oder irgendwas, was müssten Hochschulleitende machen mit irgendwie Open Science? Ihr sagt, ja, yes, das war ein richtiger Move. Soll ich mal? Du hast eine lange Liste. Du hast drei Wünsche frei. Ja, U3. Ja, nee, ich befürchte, ich muss da gleich gegenfeuern, denn tatsächlich glaube ich gar nicht, dass das so auf Hochschulebene gemacht werden sollte. Es ist wichtig, dass die sich dahinter klemmen, aber eigentlich ist Forschung vernetztes Unterfangen und nicht nur national, sondern eigentlich international. Das ist, denke ich, jedem klar. Und von daher ist es gut, wenn da die einzelnen Player sich dessen bewusst sind, aber eigentlich muss auch auf internationalen Ebenen das ganz angegangen werden. Und das heißt dann eigentlich auch, dass wir eigentlich Infrastruktur benötigen, die diese ganze Forschung, also diese offene Forschung eigentlich begünstigt. Forschung ist eigentlich die richtige Art der Forschung. Ich sage das immer, eigentlich sind das Ideen, dieses zeigt mir da sowas, das ist uralt, das ist eigentlich das Kernding, wir können es nur heute machen, wir können heutzutage alle Daten hinpacken, wir können den ganzen Source Code hinpacken, wir können das eigentlich alles draus hinpacken und der große Wunsch wäre, der eigentlich so aus der ganzen Community kommt, also das ist jetzt nicht nur mein Wunschzettel, sondern denke ich aus der, sage ich mal so, aus der Community, dass wir offen finanzierte Infrastruktur haben, die uns das Leben einfach erleichtert, diese ganzen Brüche raus in diesem ganzen Forschungskreislauf in seiner Gänze abbildet, wo Daten reinfallen, bearbeitet werden können und hinten schön publiziert werden, man jederzeit zurückgehen kann, sagen kann, das und das und das will ich nochmal nutzen, will ich hier in die Studie mit einbringen, ah, hier gibt es auch coole Daten, die will ich noch mit dazu packen, den Source Code will ich hier recyceln und reinpacken, ah, okay, das Ding, diese Einheit hier scheint mit dem verknüpft zu sein, was sind denn noch Sachen, die damit verknüpft sind, so ein Wissensgrafen noch oben drauf gelegt. Und das in einer ja, Art und Weise, dass sozusagen diese ganze Reihe wegfällt oder die Forschung einfacher wird, man sich eigentlich auf die coolen Sachen fokussieren kann, Sachen nachnutzen kann, jeder an die Sachen rankommt, das Ganze partizipativer wird, dass auch Leute eingebunden werden können. Und der Traum dieser Infrastruktur ist natürlich jetzt ein bisschen zu groß. Das wird sich in der Ecke dauern. Und man hat leider eben auch, wie vorhin auch angesprochen, meiner Meinung nach, kommerziellen Player mit drin, die einem da eigentlich im Wege stehen, teilweise mehr als die Lösung zu liefern, beziehungsweise die versuchen, ihre eigenen Lösungen kommerziell aufzubauen. Und dann hängt man in diesem Angebot drin und kommt nicht mehr raus. Ne? Und das ist dann das Riesenproblem. Also wir brauchen eigentlich offene Standards. Man kann ja auch kommerzielle Entitäten mit einbinden. Aber das müssen halt mit offenen Lizenzen, offenen Standards dann Lösungen etabliert werden. Aber das ist sozusagen da, wo meiner Meinung nach die Reise hingehen sollte. Eine offene Infrastruktur, die partizipativ ist, die offen ist, die Austausch ermöglicht, die Reibung rausnimmt und damit einfach eine ganz andere Art von Forschung ermöglicht, einen Wissensaustausch ermöglicht. Vielleicht will jemand was hinzufügen, ist das so ganz gut wiedergegeben. Ich erwähne in dieser Situation dann immer gerne das Offline-Internet-Konsortium, denn das ist ja nicht nur, also das haben wir auch heute in einer kleinen Gruppe besprochen, es ist, der Internetzugang muss einfach da sein und es gibt tatsächlich eine Organisation mit ganz vielen verschiedenen Einrichtungen und ich finde die einfach super. Es gibt Regionen in dieser Welt, die haben kein Internet, wir sind auch mehrmals gestern und heute rausgeflogen dann doch nochmal, weil das WLAN nicht so richtig gut funktionierte und potenziell ist das woanders noch viel schlimmer und deswegen finde ich diese Organisation einfach super.
Und ich hoffe immer, dass sie nicht vergessen wird. Also Open Access, Open Science ist super, wir brauchen aber das Internet dafür. Und es gibt Organisationen, die sich darum kümmern, dass auch die Leute ohne Internet diesen offenen Zugang haben. Hm. Noch ein Beitrag aus dem Chat, der doch eine Forderung an die Hochschulleitung ist. Also vielleicht ein kleiner Widerspruch an Konrad sozusagen. Es gibt doch was, was man an die Hochschulleitung richten kann. Hochschulleitung soll mehr Wert auf UA-Publikationen als auf High-Impact-Factor-Journals legen bei der Anstellung. Ja, also natürlich auch ein Aspekt, den wir auch angesprochen hatten als Teil der ganzen Debatte um Tracking und auch an Sachen herum. Wir haben halt das große, große Problem mit unserem Incentive-System, mit unserem Bewertungssystem und dass man halt irgendwie einen Journal-Impact-Faktor nutzt, um Leute zu bewerten, der total Blödsinn ist, weil er halt einfach einen Mittelwert berechnet und eigentlich dazu konzipiert war, Journale zu bewerten und nicht um Leute dann zu bewerten. Also Journal-Impact-Faktor wird ein größter Bullshit ever mit einer von den größten Wissenschaftssystemen. Und ja, das stimmt, da könnten sich dann auch die Institutionen jeweils positionieren und sagen, okay, da machen wir nicht mit, wir unterschreiben DORA oder andere Möglichkeiten. Wir bewerten Leute auf Basis von anderen Kriterien und versuchen damit einfach dafür zu sorgen, dass diese Metriken einfach an Bestand verlieren, dass das einfach nicht mehr möglich ist. Aber ja, also nehmen wir viele von den Sachen, die ich gesammelt habe. Ja, das sind Lösungen, die vielleicht allgemein gemacht werden. Da sollte jetzt nicht jede Uni oder jede Hochschule oder jede Institution selber was machen. Das muss gemeinsam gemacht werden. Dennoch sind die Institutionen in der Pflicht, das anzunehmen. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich was, wo die Hochschulleitungen Federführung übernehmen könnten. Ne? Also bei allen anderen, was du genannt hast, das ist ja eher wirklich so alle gemeinsam und so. Aber hier ist tatsächlich, da ist eine Stelle, da weiß ich auch nicht so genau. Wobei Förderer sind da natürlich auch angesprochen. Ja, das ist die große, große Welt der fast schon politischen Forderungen. Mich würde jetzt nochmal zurück aufs Barcamp und so mit interessieren, was gerade jetzt die Studierenden davon mitgenommen haben. Ich weiß nicht, Claudia, du hattest gesagt, wir würden vielleicht auch noch mehr Studierende, glaube ich, in die Runde versuchen einzukriegen. Nee. Oder wie war das? Oder? Also ich glaube, ein paar schauen zu. Falls jemand der Zuschauenden Lust hat, auch noch mit reinzukommen, gerne organisieren. Einfach eine kurze DM auf Twitch an uns in Forschungsgruppen schicken. Dann verteile ich hier Links. Ansonsten, genau, wenn wir das jetzt noch nicht haben, würde mich von Carlotta noch mal interessieren, was du eigentlich jetzt, ich weiß nicht, hattest du Zeit vor lauter Orga-Kram mitzudenken. Manchmal ist es ja so, wenn man in der Orga ist, dann ist man nur am Organisieren. Oder wenn du inhaltlich was mitgenommen hast, was ist eigentlich für dich so inhaltlich die paar Take-Home-Messages? Also ich habe natürlich sehr viel auch einfach organisatorisch mit Chats im Hintergrund und gucken, dass wir den Zeitplan einhalten, zu tun gehabt, definitiv. Aber ich konnte definitiv ein paar Sessions auch besuchen. Ich war auch immer schön dabei, habe zugehört, habe mich auch einbringen können. Glaubst du, so ein paar, das, was mir jetzt so im Kopf am größten geblieben war, ist, dass irgendwie Openness Wissenschaftskommunikation besser macht oder das große Potenzial hat, das besser zu machen aus einer Session und dass DEAL nicht unbedingt die beste Lösung war, die es für Open Access gegeben hat. Kannst du das mal für unsere Twitch-Zuschauenden erklären? Also ist egal, welches Thema, entweder das mit der Wissenschaftskommunikation oder dem DEAL, also was auch immer du dir daraus picken magst, weil ich glaube, wer eingeweiht ist, kann es verstehen, mit einer kurzen Zusammenfassung, aber wer nicht, der versteht es vielleicht eher nicht. Ja, ich bin wahrscheinlich auch noch in diesen ganzen Themen gut drin, weil das Open Science Camp natürlich eben erst zu Ende gegangen ist. Genau, die Sache Openness in Wissenschaftskommunikation war so da die Diskussion, dass wenn Dinge, Forschungsergebnisse, Artikel, Arbeiten sämtlicher Art und Form einfach im Open Access verfügbar sind, dann kann man darüber natürlich viel besser auch kommunizieren, weil man viel besser darauf zugreifen kann. Man kann so jede Person, die das möchte, kann sich das ansehen, durchlesen, eigene Schlüsse draus ziehen, was positiv und negativ sein kann, weil natürlich kann alles, was aufgeschrieben wird, auch missverstanden werden, aber kann dann darüber reden und das verteilen. Wir hatten auch das Beispiel wie jetzt hier, dass irgendwie Menschen auf Twitch oder auf YouTube sich Forschung anschauen können, wenn diese offen verfügbar ist und ja, die teilen können, darüber reden können und schauen können, ob das interessant auch für andere Gruppen ist. Ja.
Ja, zum Thema Deal und Nicht-Deal hatten wir hier schon einen kleinen Eklat. Da war ich noch in Jülich, ne? Und dann hat Henning eine Speed-Runde gemacht, wo man innerhalb von einer Sekunde immer Ja oder Nein sagen musste und man bekam irgendwie so 50 Fragen am Band gedrückt und Henning hatte mich schon in die Knie gezwungen und irgendwie bei Frage 30 guckt er mich an und sagt, Deal oder No Deal? Und dann musste ich mich innerhalb von einer Sekunde entscheiden. Ja, wir können hier, wir können ja nachher auch nochmal. Nein, was? Wir können ja nachher nochmal eine Runde mit Ursula und mit Konrad und mit Carlotta spielen, wenn die noch Bock haben zum Schluss. Also der Schmeißer. Wir haben es in der Lehrveranstaltung erst am Montag. Also ich glaube, die arme Carlotta. Aber wenn es im Barcamp schon besprochen wurde, umso besser. Deal? Doch, Deal habe ich schon mal gehört. Sehr gut. Das ist mir ein Begriff. Vielleicht für die, die es kein Begriff ist, das ist so ein Deal zwischen Bibliotheken, die sich zusammengeschlossen haben und großen Verlägen wie Springer, Nature und Wiley, die eben ja Pakete von Veröffentlichungen besser zur Verfügung stellen wollen, dass das nicht mehr so viel Geld kostet. Eine Art von Open Access. Ja, aber mich würde total gerne noch mal interessieren, wie habe ich es vorhin genannt? Organisiertes Chaos, habe ich Barcamp definiert. Wie ist das so, wenn man das organisieren muss, Carlotta? Also du hast da jetzt ja Leute organisiert, die völlig unterschiedlich waren und musstest die dann immer zur Ordnung rufen, was du sehr gut gemacht hast. Aber wie ist das so? Oder wie habt ihr das als Studierende so empfunden? Ja, danke schön. Das war definitiv koordiniertes, unkoordiniertes Chaos manchmal, kann man so sagen. Aber es hat sich ja alles irgendwie gut zusammengefügt. Es hat viele Gruppen vorher, wir waren ja sowieso alle online und konnten auch nur online miteinander kommunizieren, was das Ganze auch nicht vereinfacht hat, weil man nicht mal sagen konnte, ich greife mir jetzt eine Person und kläre vorher irgendwas Wichtiges ab, sondern man musste immer eine E-Mail schicken oder sich anderweitig kommunizieren. Aber grundsätzlich gab es ja viele Aufgaben. Es gab ja zum Beispiel ein Programmteam, wo ich drin war. Wir haben uns um den Rahmenprogramm gekümmert. Es gab ein Technikteam, die Technik vorher getestet haben. Es gab ein Social-Media-Team, das getwittert hat, sehr fleißig, unter dem Hashtag Ostibar Goes Cologne. Und ja, man hat das sich doch dann irgendwie ganz gut zusammengefügt alles. Und auch während des Barcamps, klar gab es immer wieder einzeln Problemchen mit der Technik oder Verwirrungen, wer jetzt was macht. Aber wir hatten eigentlich vorher alle doch ganz gut uns abgesprochen und das hat relativ reibungslos funktioniert. Fand ich sehr schön alles. Und genau, ich denke, wir konnten alle definitiv was mitnehmen davon und es war ein gut gelungenes Barcamp. Mhm. Luca unterstützt nochmal Notfallmeeting am Donnerstag, hat geholfen. Es geht nichts über Notfallmeetings, oder? Nee, das brauchten wir dringend. Das war Donnerstagabend um 21 Uhr. Gab es nochmal eine kleine Studierendengruppe, die der Meinung war, wir müssen jetzt nochmal miteinander reden. Das hat sehr geholfen. Und ja, dann konnten wir Freitag sehr schön ins Barcamp starten. Ich war schon fast zu spät sogar. Kleine Insider-Story. sodass die Moderation ein bisschen in Panik geraten hat, also die Co-Moderation, die das mit mir gemacht hat. Aber es hat alles pünktlich stattgefunden und es lief alles wunderbar. War ganz super, Dankeschön. Ja, fand ich auch. Also als Teilnehmerin, ich habe mich da super aufgehoben gefühlt. Ist oder auch ein bisschen faszinierend. Ja, ich kann es nur bestätigen und ich finde es auch faszinierend, dass jetzt so nach anderthalb Jahren gefühlt Corona man doch so einen Grad von Routiniertheit erreicht hat. Ich finde es bemerkenswert. Ich meine, gerade bei Barcamp finde ich es besonders anspruchsvoll, das in ein reines Online-Format zu transformieren. Weil so dieses, dass man sich eigentlich ständig über den Weg läuft und dieser informelle Charakter von dem Austausch so sehr davon profitiert, wenn man an einem Ort ist und so weiter. Und jetzt diesmal hat es sich so angefühlt, ja,
die, also sozusagen die Geräte, sowas wie Miro und das Wonder Me, das hat alles total gut geklappt und ihr habt es gut organisiert und so. Also es hat eine Menge gebracht und ich habe nicht eine einzige Stimme gehört, interessanterweise, die gesagt hat, so taugt es nichts, wir müssen es doch physisch machen oder so. Das ist akzeptiert, es ist jetzt angekommen. Ne? Finde ich ganz spannend. Ja. Als jemand, der nicht dabei war, darf ich da mal fragen, wie habt ihr denn sozusagen, ich kann mir vorstellen, dass ihr in den Sessions habt ihr dann so Videokonferenz gehabt, so wie wir jetzt hier, aber wie habt ihr jetzt hier den Kaffeeaustausch, wie habt ihr den realisiert, also in diesem wie hieß das, Wonder Me. Gibt es da dann ein Chat-System oder wie könnt ihr das erklären? Muss Carlotta erzählen. Ja, genau. Also Wonder Me ist ja eine große Plattform, alle sind in einem großen Raum zusammen und können sich da drin frei bewegen, indem sie mit der Maus ihren Avatar hin und her ziehen. Und dann kann Circles, hießen sie, gebildet werden, also kleine Räume in diesem großen Raum mit maximal 15 Personen. Und dann haben wir darüber immer die Themen aufgeteilt, dass man gesagt hat, okay, der Circle zum Thema Open Access oder Open Science in der Hochschulleitung trifft sich oben links in der Ecke und ein anderes Thema unten rechts. Und es gab auch eine Teeküchen-Ecke, wo man sich dann einfach so treffen konnte und mit anderen in Austausch kommen konnte. Es gab auch einen Chat, es gab mehrere Chats. Es gibt nämlich einen Circle-Chat, sodass man innerhalb seines Circles austauschen konnte. Es gab einen für alle Chat, wo sich alle austauschen konnten. Und dann gab es noch die schöne Funktion, die ich dauerhaft benutzt habe, die Broadcast-Funktion, dass man sich über alle drüber hinwegschalten kann und alle werden gemutet und müssen mir zuhören, Funktion. Für die Moderation war das sehr schön und auch für das Wrap-up, um eben Dinge zusammenzufassen, damit alle das mitbekommen. Und ansonsten konnte man sich frei bewegen und ja, Circles miteinander bilden und sich austauschen. Und es hat, soweit ich das gesehen habe, auch super funktioniert. Am Anfang muss man sich da einmal ein bisschen reingrooven, dass man versteht, wie ich wo laufen kann. Und dann hatte man auch so Video wie jetzt hier auch, dass man sich gegenseitig sieht und miteinander sprechen kann. Ja, aber das mit den Avataren hat so einen Charme. Also diesmal habe ich es wirklich gemerkt, dass das einen Unterschied macht an Videokonferenzen, weil man, also zum einen muss ich immer lachen, wenn der Zirkel voll ist. Also wenn du 15 Leute hast und man versucht reinzugehen, dann ist das wie so ein Antimagnetismus, man dotzt dagegen und dann wird man so rausgeschleudert, so nein, hier nicht. Und ansonsten hatte ich halt auch mal, ne, dass ich habe zum Beispiel Ursula und Lambert zusammenstehen sehen und wollte eigentlich gerade vom Rechner weg und dachte, ach nee, warte, da kannst du noch mal kurz dazu. Das passiert dir natürlich nur, weil du diesen Avatar irgendwie hast, ne? Das fand ich Avatar gab ja auch witzige Momente, weil bei Wonder Me braucht man eine Kamera und diese Avatars, wenn man sie nicht hochlädt als vorgefertigtes Bild, wird man gezwungen, wenn man dem Raum beitreten will, quasi ein Foto von sich zu machen als Avatar. Das heißt, die Personen, die da spontan reingekommen sind, gab da teilweise doch auch witzige Bilder, gerade als wir das unter uns Studierenden getestet hatten vorher. Und ich glaube, das ein oder andere Bild ist geblieben. Ich muss auch sagen, das, was Lambert meinte, dieses quirlige physische Aufeinandertreffen, das ist tatsächlich dadurch eigentlich echt am besten nachgebildet worden. Das war schon sehr nah dran und auch das, was Claudia meinte, oder stehen zwei Leute, stellen mich nochmal dazu oder sonst was mal. Das ist echt am nächsten dran. Jetzt fehlt noch irgendwie eine gekühlte Mate daneben oder sowas. Dann wäre das sehr, sehr nah an den Räumen bei Wikimedia, wie das immer war. Also fand ich auch sehr gut. Bräuchte man eigentlich auch noch den Raucherhof und die Toilette und so, ne? Genau. Und das Bällebad. Entschuldigung. Ja, aber das Super ist halt, dass man wirklich so diese kleinen Kreise auch bilden kann. Man kann auch wirklich diese Privatgespräche machen. Also es gab ja auch eine Teeküche, da kann man da auch dann hingehen. Und das ist schon super auf dem Board da einfach. Und Leute fangen an mit diesen besonderen Möglichkeiten, dann wiederum zu spielen, was so in der physischen Welt nicht möglich wäre. Eine Teilnehmerin hatte, ich hatte es zuerst für einen Scherz gehalten, weil ich es auf Twitter als Foto zuerst gesehen hatte, ihre Webcam auf ihre Katze gerichtet. Also sie hat die Webcam aufs Sofa gestellt, auf eine schlafende Katze. Und dann war das aber wirklich so. Also man sah dann irgendwie live diese Katze und dann nur die Stimme der Person dazu, die sich anscheinend nicht filmen wollte. Finde ich völlig okay und sehr lustig und sehr spezifisch für die digitale Umgebung natürlich, nicht?
weil wie sollte die Entsprechung bei einem physischen Barcamp aussehen? Das ginge ja nicht, ne? Also fand ich dann schon ganz lustig. Wie soll der eigentlich aber online wieder ohne Katzen auskommen? Genau, das ist unser Seminarmaskottchen. Genau. Ja. Hier kommt ja, eine Frage im... Hier kommt eine Frage im Chat rein. Da gibt es anscheinend TeilnehmerInnen hier, die eine andere Plattform, die mir ebenso wenig vom Namen her was sagt, wie die, die ihr benutzt habt. Claudia, du hast aber schon eine Meinung dazu hier. Was ist daran besser? Das sieht aus wie ein Computerspiel. Sorry, that's all. Das war vom Grundsatz her das, was auf dem Chaos Communication Kongress benutzt wurde, vom Stil her. Du hast so wie so eine 2D- Welt, Super Mario-Style mit deinem kleinen Avatar, der dann auch so Bewegungsanimationen hat. Das macht es halt etwas knuffiger, aber das ist meine persönliche Gaming-Leidenschaft. Kann man auf hohem Niveau. Ja. Nee, also ich bin da auch, war früher auch, da, also als ich es gesehen habe, also man kann auch ganz viele Sachen damit machen. Also als ich das mitgemacht habe bei der Dini AG, da hatten sie eine Bar eingerichtet und solche Sachen. Also es ist wie dieses Pac-Man früher, man läuft da so rum. Und das ist natürlich süß und nostalgisch, wenn man sich an seine Kindheit so erinnert, aber es kostet ziemlich viel Geld und WonderMe ist frei und dann, wir haben Open Science Barcamp, also nimmt man die freie Software. Frei nicht nur im Sinne von kostenlos zu benutzen, sondern auch der Source Code davon ist offen und Carlotta kann jetzt da noch mit, kann das noch umprogrammieren oder wie? Das leider nicht, aber angeblich ist der Datenschutz ziemlich gut, wobei ich das nur gehört habe, mich nicht damit beschäftigt habe. Aber das soll, also die Kollegin, die mir das so gesagt hat, die ist da sehr affin auch, also von daher glaube ich das schon. Ja, und es ist einfach auch genauso schön, nicht ganz so ausgearbeitet vielleicht. Frei wie frei Bier, nicht wie Freiheit. Okay, ja. Muss es auch geben. Ja, da hätte man ein Bällebad machen können. Genau. Aber vielleicht könnte er mal bei den Chaos Communication Kongress Leuten nachfragen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die den Kram ja Open Source haben. Also eigentlich. Ja, das war dieses Work Adventure, was glaube ich irgendwie aus Frankreich stammt oder so. Ja. Also Gathertown ist definitiv kostet definitiv, wenn du das mehr als 25 Personen nutzt. Und wir wollten ja nicht ganz unter uns bleiben. Stimmt, wie viele waren es jetzt insgesamt nochmal? Also Anmeldungen hatten wir 75. Genau, ja. Okay. Also 75 angemeldet, 50 ungefähr dann da. Also gestern waren über 60 da und heute halt entsprechend weniger, von daher. Mich würde nochmal interessieren, wie hoch jetzt so ungefähr der Anteil der nicht aus institutioneller Forschung stammenden TeilnehmerInnen war. Habt ihr da einen Überblick oder so eine Hausnummer, so ein Gefühl? Also es waren, also meinst du jetzt Forschung, also es waren das, was Konrad eben Multiplikatorin gemeint genau, hat, sowas, waren so 30, würde ich sagen. Oh, schön, super. Was macht ihr denn jetzt noch so im Nachgang, so als Wrap-up von dem Ganzen? Also was steht denn jetzt noch an? Also, weil ich meine, ich habe jetzt mitgenommen dieses riesenvolle Miro-Board mit den unfassbar vielen Sticky-Notes. Ich weiß nicht, wie viele es sind, die müsst ihr mal zählen. Und Krypto-Pads zu jeder Session und also das sind ja wahnsinnig viele genauso chaotische Informationen wie im Live-Event. Was macht ihr denn jetzt damit? Also ein Teil der Prüfungsleistung ist eben, dass die lieben Studierenden einen Blogbeitrag dazu schreiben, möglichst zu dem Thema, in dem sie dann auch mitprotokolliert haben. Also dadurch sind die Krypto-Pads entstanden. Und das wird dann bei den ZBMed-Blog veröffentlicht. Und ein Teil hat sich ja bei Konrad gemeldet, um beim Open Science Radio einen Podcast zu machen. Also es wird alles nachgehalten und fließt entweder in die nächste Lehrveranstaltung mit rein oder eben wird entsprechend auch publiziert, dass alle was davon haben. Das Miroboard ist, ich weiß nicht, ob ihr den Link habt, ist noch 2 Wochen offen, dass man auch noch nachträglich was reinschreiben kann. Und die Cryptpads sind ja auch noch offen, die stehen dann als Link im Miroboard. Ich habe leider total viele Ausgaben noch mitgenommen, irgendwie so, was man nochmal in die Institute, in die Hochschulleitung mitgeben müsste. Das ist vielleicht auch noch so Action-Item, den man mitgenommen hat. Aber da waren, denke ich, auch viele andere Anstöße auch für andere Leute mit dabei. Wenn du den Link zum ZBMed-Blog noch hast, Ursula,
können ja gerne noch mal. Das finde ich ja richtig toll, dass dann, also das heißt, wir können alle noch mal, abgesehen von jetzt hier so ein bisschen kurz, noch mal im Detail in die einzelnen Themen reinlesen oder reinhören. Genau. Mhm. Exakt. Ja, also ich habe mir gedacht, die Teilnehmenden haben mich noch nicht genug reden hören. Ich bin auf jeden Fall bei den Studierenden, die mit Konrad zusammen genau bei dem Open Science Radio eine Folge zu machen wollen. Da habe ich Konrad auch gerade auf der Webseite gesehen, dass Folge 200 ansteht. Ist das dann die, wo Carlotta was erzählt oder macht irgendwie Jubiläum? Wir machen Jubiläum, das liegt gerade tatsächlich ein bisschen auf bisschen kritisches Thema, aber wir haben tatsächlich noch andere auf Halde, also ist noch einiges auf Halde, was erst nochmal vorauskommen muss, damit die 200 etwas blockiert ist, aber das wird sich in das heißt leider nein, Carlotta, du wirst nicht bei der 200 aufschlagen, so vielleicht bei der 250, was ist ein großes Thema. So weit ein. Wie lange wolltest du noch studieren? Vielleicht nicht bis 250, aber 200 dabei sind auch wunderschöne Zahlen. Das kriegen wir hin. Gut, das kriegen wir noch hin, wie man Blogbeitrag schreibt. Das sprechen wir munter. Genau. Und dann kann man ihn hier lesen. Genau. Stehen die Texte dann unter offener Lizenz? Ja, klar. Was sonst? Das war nicht so mit dem Schuster und den Leisten. Ja, ja. Nee, aber das war tatsächlich ein Takeaway, den wir auch irgendwie bei der Lizenzdiskussion noch hatten, ne? Dass eigentlich viel mehr von den studentischen Arbeiten eigentlich auch teilweise so gut sind und die eigentlich ist mir schade, dass die irgendwo in der Schublade landen. Und wenn man da auch relativ frühzeitig im ersten Semester oder sowas auch mal was von offenen Lizenzen erzählt, dann fällt das eine schöne Arbeit. Das wäre doch klasse, wenn man das nachnutzen könnte. Wenn es so eine aus einer Folie ist oder so. Das ist so häufig, da schicke Sachen von den Studierenden sind auch so ja, gut dabei und haben auch Spaß daran, dass es halt irgendwo dann strandet. Und da ist doch so viel Potenzial in Musik drin. Also kann ich ja auch jedem nochmal empfehlen, wer selber irgendwie ist oder selber Studierender ist. Ja, auch da einfach überlegen, hey, ich habe so jetzt eine schöne Slideshow gemacht, ich habe schön Grafikfunk fabriziert, auf irgendein Repositorium, Zenodo, was auch immer, packen, auf Lizenz drauf, wunderbar. Also so viel Potenzial, was da leider verschüttet geht. Carlotta, kannst du vielleicht noch mal ein weiteres inhaltliches Highlight aus deiner Sicht nennen? Also was dir aufgefallen war, als besonders interessant vielleicht oder überraschend oder sowas vorkam? So on top fällt mir noch die Diskussion ein, die wir mit dem Klaus Becker hatten, über die UNESCO-Definition von Open Science und die Diskussion, wer davon eigentlich profitiert, also ob von Open Science generell nur die sowieso privilegierteren Länder und deren Menschen profitieren oder ob wir das auch irgendwie ja, in andere Länder verteilen können, die halt vielleicht mit dem Internet nicht so gut hinterherkommen oder generell einfach nicht so die Bildungsinfrastruktur haben, wie halt ein deutlich entwickeltes Deutschland es hat. Sehr interessante Debatte, ja, auf jeden Fall. Danke. Ja. Ich glaube, das war auch, ja. Die Debatte haben wir dann aber nicht so viel weiter geführt, weil wir wollten nicht unbedingt eine große ja, Nord-Süd-Debatte starten in unseren 45-Minuten-Sessions, sondern beim Kernthema Open Science bleiben und in dem Fall, was die Hochschule noch konkreter machen kann und nicht so abstrakt global gesehen. Da gibt es ja auch viele Aktivitäten auch in die Richtung momentan. Dieses Schlagwort Knowledge Equity, das wird ja auch von Wikimedia ziemlich jetzt angefasst und sowas. Also kann man sich auch vielleicht orientieren. Aber ich finde es gut, dass auch hier wieder die Hochschule auch ein bisschen in die Richtung denkt. Oder etwas mehr sogar als nur umdenken. Ja, wir konnten das auch schön verknüpfen zu, wir hatten als alle Studierenden der Hochschule vor ein paar Wochen eine hochschulweite Projektwoche, interdisziplinär. Also man wurde zusammengewürfelt mit Studierenden anderer Fakultäten, die andere Studierenden halt eine Studienrichtung haben, um kleine Projektarbeiten innerhalb von einer Woche zu gestalten. Und da gab es auch eine Ding, die war hier die Data Literacy
Projektwoche, wo es ja auch schon Richtung Data Literacy ging. Und der Gedanke war dann, dass man da auch Richtung Open Science vielleicht weitergehen könnte als Takeaway aus der Session. Okay, so Henning, haben wir dich mittlerweile gänzlich abgehängt? Nee, ich finde es super, super spannend und muss auch sagen, dass jetzt als jemand, der nicht dabei gewesen ist, ich bin ja sozusagen euer Teil des Publikums hier mit im Stream, der nicht dabei gewesen ist, und kann ich mir das schon jetzt ganz gut vorstellen. Wir hatten auch gesagt, dass, also wie es da abgelaufen ist, und ich finde es eigentlich sehr spannende Beiträge. Ich könnte mir auch, das klingt ja so für mich so, als ob ich mich da nächstes Jahr auch mal reinklinken könnte, rein vom Interesse halber. Ich wollte nochmal so fragen, das so auf so Freitag, Samstag zu legen, ist das irgendwie, gibt es da eine Diskussion, ist das irgendwie schwierig, da Leute im Wochenende auch abzufangen, oder ist es schwieriger, Leute an einem Freitag, an dem sie arbeiten müssen, abzufangen? Ist das der Kompromiss oder hat das irgendwie, welchen Grund hat das dahinter? Ja und ja, würde ich sagen. ganz kurz, ich glaube, da kann man es wirklich nur ein Recht machen, weil es für beide Möglichkeiten eine Option gibt. Carlotta, vielleicht habt ihr das noch weiter diskutiert. Oder die Vorschläge von vorne sind, ich weiß es gar nicht. Uns wurde das Datum tatsächlich als Studierenden-Orga-Team einfach vorgegeben und wir hatten das. Demnach gab es gar keine Diskussion, wäre vielleicht auch tatsächlich rausgefallen, wenn in einem Seminar mit 30 plus Personen dann noch ein Datum diskutiert wird, an dem alle können. Es kann nie jeder, denn deswegen war vielleicht so tatsächlich die klügere Lösung. Was da aber tatsächlich ursprünglich der Gedanke war, ob Freitag, Samstag, kann ich jetzt nichts zu sagen nehmen. Ich glaube, es ist sehr gut, dass wir das nochmal hier zur Sprache bringen, weil es direkt auch nochmal was mit dem Thema Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft oder um eine Ecke vielleicht mit Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft zu tun hat. Also ich glaube, wir sollten wirklich mal in Erwägung ziehen, zumindest mal ein Open Science Barcamp in der Arbeitszeit stattfinden zu lassen, also an einem normalen Werktag bis vor 17 Uhr oder so den Hauptteil. Und zwar einfach mit der Überlegung, ich würde gleich zwei Argumente dafür sehen, die dafür sprechen. Das eine ist mal, dass generell alle Aktivitäten, die sozusagen wichtig sind, vielleicht inspirierend sind, reflektierend sind für das, was wir hier treiben, ja, sei es als Forschende, sei es als Leute, die in der Wissenschaftsinfrastruktur arbeiten oder sowas, dass all diese Dinge vielleicht in einer Zeit stattfinden sollten, die familienfreundlich ist, ja, also ich meine, es gibt genügend Leute hier, auch allein schon hier in der Runde und darüber hinaus erst recht, die gleichzeitig Caretaker sind, ja, und sich um Leute kümmern. Das ist irgendwie immer schwieriger, das nach 18 Uhr oder 17 Uhr oder am Wochenende zu machen. Und das andere Argument, was ich noch sehe, je länger ich drüber nachdenke, ist wirklich ein toller Gedanke, ist in die Wochenmitte stärker zu suchen. Das andere Argument, was ich sehe, ist, dass ich generell denke, dass wir leicht den Fehler machen, diese Art informelle Events unter ihrem Wert zu verkaufen. Ja? Also, dass wir sagen, naja, kommt mal, wenn ihr Zeit habt, wir machen vielleicht irgendwelche interessanten Themen. So. Also, das will ich diesem Barcamp hier nicht vorwerfen, es war exzellent vorbereitet, sehr, sehr gut, aber es passiert schnell mit Barcamps, ja, und wir sollten sicher gehen, dass wir das als die Premium-Gelegenheit zum Wissensaustausch auch verkaufen, die sie ist, ja, und das richtig bepreisen. Und vielleicht ist das mehr ein Appell an mich selbst, ja, weil wir immer auch bei dem Open Science Barcamp dieses ans Wochenende Rücken gemacht haben. Vielleicht sollten wir mal damit aufhören. Vielleicht sollten wir mal sagen, hier, Mittwoch, Donnerstag, 10 bis 17 Uhr oder so ist jetzt das Open Science Barcamp, dann mit einer entsprechenden Anweisung, die dazu passt. War jetzt ein Appell, eine Notiz an mich selbst. Ich muss dir auch leider widersprechen, Lambert, in diesem Falle ausnahmsweise mal. Ein Open Science Barcamp war immer montags. Also ich war zumindest schon mal am Montag in Hamburg und habe das da an einem ganz normalen Arbeitstag gemacht. Aber in diesem Falle war es ja tatsächlich an der TH angedockt. Und wir haben, als wir das im letzten Jahr geplant haben, als Präsenzveranstaltung schon hart gesucht, welchen Termin wir nehmen könnten. Denn es sollte ja in der TH sein und das kann dann nicht sein, wenn ein Seminar stattfindet.
Und genau deswegen sollte im Semester sein, damit wir den Studierenden nicht zumuten, in den Semesterferien oder in der vorlesungsfreien Zeit etwas zu machen. Und dann bleibt einfach wirklich nur Freitag, Nachmittag, Samstag, weil sonst alle Studienpläne belegt sind. Auch so gab es jetzt schon Doppelungen und eine Kollegin musste tauschen, damit es noch möglich war, dass die Studierenden da jetzt keine Doppelungen hatten. Also so einfach ist es mit den Terminen einfach immer nicht. Und jetzt in diesem Studierendenkontext war es einfach Freitag, Samstag und sonst keine Chance oder halt die Vorlesungszeit. Okay, danke für die Klarstellung, Ursula. Ja. Und noch ein Sohn, und ich stimme dir voll zu, Lambert, man muss da auch irgendwie wegen Familienfreundlichkeit und solchen Sachen schauen, aber dennoch, es gibt auch noch diese andere Komponente. Wir haben hier das große Glück, dass unsere Institutionen sagen, ja, das ist ein Thema, was irgendwie cool ist, wo wir wollen uns sagen, es gibt immer noch Leute, die sind in Organisationen, die da null Support haben und wo man dann zumindest hobbymäßig sich einklinken kann und dann halt am Wochenende sowas hat. Aber das ist total ein Abwägen. Ich habe auch keine Zahlen. Also das ist jetzt rein qualitativ. Es gibt für alle diese Terminwahl gibt es irgendwelche Gründe, die auch sicher nachvollziehbar sind. Wie das jetzt prozentual verteilt ist, das kann ich nicht sagen. Aber es ist nicht einfach gewesen, da solche Termine auch zu finden. Just auch natürlich auch für die ganzen Sachen, die man noch nebenbei herumfliegen kann. Aber ja, man muss die Debatte führen, aber ich befürchte, man kommt da jetzt nicht auf ein ganz klares Ergebnis dabei. Das ist leider alles sehr nachvollziehbar, was ihr sagt. Ja, ja. Wir hatten im Vorfeld gesagt, dass wir so ungefähr uns bis 14:30 unterhalten wollten. Das heißt, wir hätten jetzt noch so knapp 10 Minuten, könnten jetzt also langsam mal auf die Schlussgerade einbiegen. Ist euch, Carlotta, Ursula, Konrad, brennt euch noch was auf den Nägeln, was ihr schon die ganze Zeit reinbringen wolltet, wo ich oder sonst wer euch vorher abgewürgt hat? Habt ihr noch was ihr unbedingt mit reinbringen wollt? Ansonsten mich da keiner traut, wollte ich Konrad noch mal einmal kurz inhaltlich zu deiner Session, so wie ich das verstanden habe, zu den Verlagstrojanern fragen. War das eine Session von dir, ja? Ja. Da hatten Claudia und Lambert schon gesagt, dass hier im Kanal sie darüber schon mal gesprochen haben, in der sehr empfehlenswerten vorletzten Folge Wissenschaftsschnack, It's Not How It Works. Großes Unterhaltungskino, gerade von Claudia. Entschuldigung, Lambert, aber das war ganz, ganz groß. Und Lambert hat also ein bisschen abgerantet über diese Sache mit wie die Verlage jetzt neuerdings, was die sich für ein neues Geschäftsmodell ausgedacht haben. Ich muss allerdings sagen, Lambert, sorry, wenn ich das so sage, ich weiß nicht, ob du altersmilde wirst, aber früher waren deine Rants noch bissiger. Und ich hätte eigentlich bei diesem Thema erwartet, dass hier im Forschungsstromkanal da noch ein bisschen mehr geschossen wird. Und wo wir ihn gerade heute da haben, wollte ich dir jetzt für die letzten 3 Minuten nochmal bitten, mal den alten Mann-Rant von Lambert nochmal ein bisschen auszuweiten. Insofern, Lambert, ich bin Forschender an der Uni und ich weiß gar nicht, was mir passiert. Aber was machen diese Leute wie Elsevier oder so da gerade mit mir? Kannst du uns mal reinholen? It's your turn. Na, aber das ist doch jetzt Konrads Turn. Lambert kann mir das vorlegen, ich kann doch mal nachtreten. nee, Lambert, unsere Zuschauer haben das hier von Lambert schon gehört. Ich wollte das jetzt mal von Konrad hören. Ja, okay, genau. Kann ich gerne sagen. Also wir erinnern uns, ja, kommerzielle Provider oder Verlage, die eigentlich den Job haben, unsere Wissenschaft in die weite Welt zu tragen, uns helfen sollten, Ergebnisse an Mann und Frau zu bringen, die stattdessen sich meiner persönlichen Meinung nach mehr daran orientieren, diese Gewinne hochfahren, das auch erfolgreich machen mit Gewinnmargen bis zu 40%, was nicht mal Coca-Cola und Apple irgendwie hinkriegen. Die meinen so, hey, man könnte ja nochmal irgendwie anders nochmal Geld reinkriegen. Was könnte man denn da machen? Es gibt so eine schöne Sache, die heißt Überwachungskapitalismus. Kriegen wir das bei uns vielleicht auch noch mit unter? Ja, kriegen wir. Das heißt also, die Leute, die sich unsere Artikel anschauen, die hinterlassen ja ihre Daten auf unseren Webservern. Die können wir nochmal sammeln und weiter verticken. Und genau, was machen wir jetzt? Und das im großen Maßstab. Ist ja egal. Es geht ja nur um Forschung und irgendwie solche Sachen. Das ist nicht ganz ohne Konsequenzen, denn auch so Sachen wie ICI, die sozusagen für Leute zum Beispiel von Grenzen abhalten und wieder rausschmeißen, nutzen solche Daten, kaufen das dort ein. Das hat auch Konsequenzen in Bezug auf Verfolgung von wer vorstellt und welchen Sachen. Und das ist einfach ein Unding, würde ich mal sagen. Und das ist leider wieder eine von diesen großen Sauereien, die sich diese Verlage rausnehmen. Die sind eigentlich unsere Service-Dienstleister und führen sich halt auf wie Graf Rotz und machen solche Sachen. Und das ist, finde ich,
eigentlich ein Unding. Deshalb ist es eigentlich gar nicht mein Job. Ich habe eigentlich ganz andere Sachen zu tun. Aber da kriege ich ja so einen Hals, wenn solche Sachen laufen. Und deshalb habe ich dieses Thema nochmal eingebracht. Es gibt nebenbei Leute, die das noch sehr viel vorantreiben. Also der Renke Siems hat mich da auf diese Schiene gebracht, als er 2019 da diesen Vortrag gehalten hat. Björn Brems ist wie immer auch mit dabei in Fahne schwingt. Und viele andere auch. Und die sind wahrscheinlich noch viel besser und die können auch noch besser upranden. Aber das ist mein persönlicher Take in diese Richtung. Es ist eine Sauerei. Es ist einfach wieder so unfucking glaublich, Verzeihung, dass solche Institutionen, die eigentlich dafür da sind, uns die Forschung irgendwie rauszukriegen und dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse sinnvoll nachgewiesen werden, dann wieder nur in diese Kerbe schlagen und hier Geld mitmachen. Das verstehe ich aber nicht. Und leider passt es in diese Gesamthistorie rein. Das ist sehr, sehr schade. Und da muss man auch sagen, wir als Menschen, die in solchen Informationszentren arbeiten, sind da Mittelsmänner und Frauen. Und das ist sehr peinlich eigentlich. Also muss man sich an die eigene Nase fassen. Aber es ist ein Riesenthema, es ist politisch und ich weiß auch, es ist sehr, sehr schwierig, sich dagegen zu stellen. Aber man muss einfach diesen Missstand angehen und Vielen Dank für diesen Rant. Also ich habe gelesen, stimmt das? Ich habe gelesen, wenn ich als Forscher oder Forscherin aus Versehen mal mit meinem Browser auf eine Webseite gehe und aus Versehen Sci-Hub mal eintippe in meinem Browser, dann können die das sehen, dass ich das gemacht habe. Ist das so? Das weiß ich gar nicht, aber das könnte ich mir so gut vorstellen. Ja. Ich habe außerdem gelesen, also, die würden irgendwie Mausbewegungen tracken und könnten dann an der Art der Mausbewegung irgendwie mich wiedererkennen als einzelnen Forscher. Kann das wahr sein? Wenn, also theoretisch, wenn da die Software installiert wäre in der Art, vielleicht, also da würde ich mich jetzt gar nicht so aus dem Fenster hängen. Man kann das einfach mit normalen Tracking-Technologien kann man das auch machen. Die wollen natürlich dann auch noch, um die Servicequalität hochzuhalten, dass die Bibliotheken dann noch nette Software installieren und so Sachen. Ich will jetzt gar nicht mich aus zu weit aus dem Fenster hängen, aber bitte nicht diese Adresse, die gerade hier gelinkt wurde, nutzen. Auf gar keinen Fall. Nicht und auf gar keinen Fall auch diese Terabyte an diese großen Datenmengen an BitTorrent herunterladen und weiterverwalten. Bitte nee. Nicht machen. Wir verlinken, wo ihr nicht draufklicken sollt. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Ja. Ja, gut. Jetzt sind wir alle erschlagen. Sehr gut. Claudia, du hattest die Idee zu diesem Stream. War das so ungefähr das, was du dir... Zum nächsten Open Science Barcamp gehen. Stimmt. Lambert, kannst du noch mal einblenden, die Einladung zum nächsten Open Science Barcamp? Ich versuch's mal. Ja, wo war's denn? Moment, hier. Und zwar, ich habe es natürlich alles ganz falsch dargestellt. Das wird mal ein Open Science Barcamp sein mit einem Schwerpunktthema sogar, wiederum nochmal, nämlich nachnutzbare Daten mit einem Schwerpunkt auf Psychologie. Aber hey, lasst euch nicht abschrecken, es ist ein schönes Online-Event, klickt euch einfach rein und das wird sicher super. Finde ich klasse, dass auch da jetzt die verschiedenen Facetten mal rausgekratzt werden und näher angeschaut werden. Das ist echt eine super Idee. Ja, finde ich auch. Also da kann man echt jetzt mathematisch auch noch mal tiefer einsteigen bei den einzelnen Camps. Warte, was hast du gefragt, Henning? Ich wollte nur wissen, weil wir jetzt wirklich so auf die 14:30 zulaufen, ob Claudia, du hattest, glaube ich, die Idee zu diesem Stream, dass wir das heute mal hier machen. Und ja, genau, wollte nur mal fragen, ob das so ungefähr das, oder war das Lambert? Sorry, Lambert, war das ungefähr das, was du dir vorgestellt hattest? Ich bin sehr angetan von dem Austausch hier. Nee, freut mich total irgendwie. Scheint euch auch Spaß gemacht zu haben und das ist die Hauptsache. Schöner Abschluss von dem ganzen Park. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Danke für die Idee und für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ihr müsst sowieso, sowieso noch mal irgendwann vorbeikommen und über eure Forschung und so. Wir müssen sowieso mal ein bisschen mehr GästInnen einladen hier. Sehr gerne. Ja. Genau. Und Carlotta kann ihre Bachelorarbeit vorstellen. Hört euch bloß auch das Open Science Radio an. Das ist ein so schönes. Weil da wirklich dann nochmal so ein ganz bestimmtes Thema so richtig breit gewalzt wird. Man kann sich richtig schön reinhören und das ist also wenn definitiv. Wenn wir die Episode rauskriegen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen Backlog, aber alles gut. Alles wird gut. Alles ist gut. Komm. Es gibt einen Abgabeschluss, Konrad. Den müssen die Studierenden einhalten. Es hat schon jemand im Chat gepostet, das kann man ja auch, Podcast kann ja aber auch unveröffentlicht bewertet werden. Das stimmt. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Aber, genau.
Ja, dann schönen Dank fürs Dabeisein, auch an den fürs Diskutieren. Vielen Dank Twitch fürs Zuschauen. Und da würde ich sagen, beschließen wir es für heute und schönes Wochenende. Ja, tschüss. Tschüss.